Herzlich willkommen zu dem Kurs HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Ich führe euch durch diesen Kurs. So, ich hatte das letzte Mal ja nur kurz vorgestellt, wie der Kurs ungefähr strukturiert ist. In dieser und in der nächsten Folge zeige ich euch Programme, die ihr braucht, um HTML und CSS zu programmieren. Und in dieser Folge erstmal ein Programme, die ihr wahrscheinlich schon auf eurem Computer habt. So, das allererste, was ihr machen solltet, ist allerdings, dass ihr euch einen Ordner anlegt, in dem ihr eure HTML-Dokumente hineintut. So, und ich habe das hier bei mir schon gemacht. Ich habe das bei mir, wenn ihr euch das hier oben mal ansieht, habe ich das in meinem Unterordner Programme drin liegen. Dort habe ich mir einen Unterordner HTML gemacht. So, und hier seht ihr, liegen schon einige Programme drin. Ganz wichtig ist auch, dass ihr darauf achtet, dass eure Dokumente, die ihr schreiben werdet, immer mit der Endung HTML aufhören. So, das ist das Erste, was ihr machen solltet. Also legt euch einen Unterordner an, damit das alles nicht verloren geht, was ihr schreibt. Die eine Seite so. Und dann braucht ihr... Jetzt drücke ich das mal hier so ein bisschen weiter nach oben. Wenn ihr hier auf das mit dem Rechtsklick auf diese Datei geht, dann seht ihr hier Öffnen mit. So, und hier könnt ihr euch aussuchen, das ist immer noch nicht so richtig zu sehen. So, hier könnt ihr euch aussuchen, einmal einen Editor. Das ist ein ganz einfaches Textverarbeitungsprogramm, das würde ich euch nicht empfehlen. Und hier einmal WordPad. Ihr könnt das Ganze auch mit einem ganz normalen Textverarbeitungsprogramm wie zum Beispiel Word selber machen. So, wichtig ist nur, wenn ihr ein Dokument anlegt, dass das hinten mit HTML aufhört. So, das ist, damit ihr das dann im Internetbrowser gut darstellen könnt. So, aber wir öffnen jetzt erstmal so WordPad. So, hier. So, und wenn ihr das gemacht habt, legt ihr euch eine neue Seite an. So, dann speichert ihr die am besten gleich ab. Speichern unter. Oder speichern könnt ihr auch nehmen. So, speichern. Jetzt öffnet der euch das Dateimenü und da geht ihr jetzt in euren Ordner rein, wo ihr die HTML-Dokumente insgesamt speichern wollt. So, und hier müsst ihr aufpassen, dann schreibt ihr rein zum Beispiel ein Dokument, dann Punkt, und das ist ganz wichtig, ich betone es nochmal, Punkt HTML. So, das ist später wichtig, wenn ihr das Dokument euch ansehen wollt. Was habe ich überhaupt gemacht? Wie sieht das in einem Browser aus? Dann muss das ein HTML-Dokument sein, damit der Browser sagt, okay, ich lese das jetzt wie ein HTML-Dokument, nicht wie ein Textdokument, damit er auch die Sprache erkennt, also die HTML- und die CSS-Sprache. Das muss der wissen und dafür ist diese Endung gut. So, und jetzt klickt er auf Speichern und speichert das Ganze mal. So. Gut, er gibt euch eine Fehlermeldung aus, aber da sagt er, ist okay, Fehler ist in Ordnung, speichert es trotzdem ab. So, und jetzt können wir uns ansehen, zum Beispiel in unserem, jetzt habe ich nochmal hier meinen Explorer, einen Windows Explorer. So. Und jetzt habt ihr hier das Dokument drauf liegen. Und wenn ihr jetzt hier mit einem Rechtsklick drauf klickt und dann geht ihr wieder auf Öffnen mit. Und jetzt wählt ihr nicht WordPad aus, sondern ihr wählt Firefox oder Google Chrome oder Internet Explorer. Was ihr gerade für einen Browser habt, den wählt ihr aus. So, ich gehe mal auf Firefox. Und jetzt warte ich. Und jetzt seht ihr, dass er mir das Dokument darstellt. Es ist völlig leer, aber ist ja auch klar, dass wir haben ja noch gar nichts reingeschrieben. So, das ist das eine. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf etwas, auf ein Dokument gehe, wo ich schon was reingeschrieben habe, wie zum Beispiel Minecraft, und öffne das mit Firefox. So, das seht ihr jetzt nur.
So, dann sehe ich, was ich gemacht habe. Ja, so, das hier eben diese Leisten. So, gut. Und das könnt ihr ganz normal in einem Internetbrowser darstellen. Ihr braucht also nichts anderes als ein Textverarbeitungsprogramm und einen Internetbrowser. Gut, das war's für dieses Mal und nächstes Mal zeige ich euch noch ein Programm, was ihr euch herunterladen könnt, was extra zum HTML-Programmieren erstellt worden ist. So, und übernächstes Mal dann vielleicht noch, eine Möglichkeit für Blogger, die können nämlich auch mit solchen Sachen ihren Blog besser gestalten. Ne? Einfach, dass ihr noch mal ein bisschen was seht. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.